Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zu Steinwallens Welt, meinem regelmäßig, unregelmäßig erscheinenden Newsformat hier auf diesem Kanal. Dies ist Folge 35 und die steht ganz im Zeichen von interessanten DLCs, die aktuell erschienen sind oder in den nächsten Tagen und Wochen erscheinen werden. Und wir beginnen mit dem wunderbaren Spiel Old World, das gerade ein neues kleines Mini-DLC bekommen hat, oder man kann es auch Content Pack nennen. Und zwar ist das Ganze das Heilige und das Profane, dreht sich also um das Thema Religion im Spiel. Und das ist tatsächlich ein Bereich, der noch so ein bisschen unterrepräsentiert war. Das Ganze, zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, ist es noch nicht erschienen. Insofern kann ich es noch nicht hundertprozentig genau bestätigen, aber es wird so ungefähr 5 Euro kosten auf Steam. Und was bekommt ihr da? Ihr bekommt vor allem ganz viele neue Events, und zwar nicht nur irgendwie 20, 30, 40, sondern über 350 neue Ereignisse, die sich rund um das Thema Religion und Propheten und Heilige und so weiter drehen. Dann gibt es neue Charaktere, die sich dem Hof als Hofmitglieder anschließen können, die eben Kleriker sind. Und die haben auch eigene Missionen, die man nutzen kann und Projekte, die man mit ihnen starten kann. Natürlich hängen dort teilweise dann auch Events mit dran. Und interessant ist hier, dass so eine Mini-Mechanik da mit dabei ist, dass sie einem, je besser die Beziehung zu der jeweiligen Religion ist, umso mehr nützen einem diese Klerikercharaktere am Hof. Außerdem kann der Anführer einer Staatsreligion andere Charaktere, die man hat, in den Klerus aufnehmen. Und auf diese Art und Weise bekommt man auch diese Klerikercharaktere. Wichtig in dem Zusammenhang ist, dass es 10 neue Charaktereigenschaften gibt. Da ist ja entscheidend, also die Charaktereigenschaften haben im Spiel ja doch eine relativ große, spielen eine große Rolle, vor allem bei den Herrschern. Und da gibt es quasi auch 3 neue Kerneigenschaften für die Herrscher, die ja doch relativ wesentlich das Spiel so prägen, was diese Herrscher für Eigenschaften haben. Ansonsten kann man entsprechende Eigenschaften dann auch per Events, Eventketten und so weiter bekommen. Es gibt 6 neue historische Charaktere. Ihr seht sie hier. Paulus, Josephus ist dabei, Sappho und so weiter. Unterschiedlichster Natur, und auch mit denen sind dann Eventketten verbunden. Dann eine weitere interessante Sache, die spielmechanisch ist. Und zwar, wenn jetzt in Städten eine Religion vorherrscht, zu der man eine negative Meinung hat, dann gibt es dort auch Unruhe, was unter anderem also auch zu Rebellion führen kann oder zu weiteren Eventketten, die dann dauerhafte Probleme darstellen. Das ist so ein bisschen ähnliche Mechanik, wie es ist, wenn man zu den Häusern, also zu den Familien, eine schlechte Meinung hat. Auch da sind ja Rebellionen möglich. Also das wird ein bisschen ausgeweitet. Und außerdem gibt es 10 neue Kultstadtprojekte, die über Events dann reinkommen und dann vorhandene Schreine verbessern mit einzigartigen und mächtigen Effekten. Ja, ich finde, das klingt erstmal ziemlich gut. Ich habe mich dazu entschieden, das hier nur in Anführungsstrichen im Rahmen von Steinwallens Welt euch vorzustellen und nicht in einem gesonderten Video, weil es sehr schwer zu zeigen ist, weil das alles so ein bisschen unter der Haube ist, ne? Da kann man im Video schwer drüber sprechen, deshalb in diesem Rahmen. Aber ich finde, ein wirklich faires Preis-Leistungs-Verhältnis, was man da bekommt. Wir machen weiter. Es gibt eine DLC-Ankündigung für Soviet Republic. Und zwar haben diese vor, ja, so einen DLC zu bringen, was neue Biome dem Spiel hinzufügt. Und zwar 3 neue werden es sein. Ein erstes haben sie hier im Entwicklertagebuch Nummer 65 schon mal vorgestellt, das Wüstenbiom. Und was hat es damit auf sich? Es ist erstmal wesentlich natürlich grafisch anders. Das ist schon der Hauptaspekt, dass man da ein bisschen Abwechslung hat. Aber es soll auch so einen kleinen spielmechanischen Twist dann immer mit dabei haben. Also im Wüstenbiom ist es natürlich nicht so einfach, Landwirtschaft zu betreiben. Da wird es dann nur so bestimmte fruchtbare Gegenden geben und Holz könnte ein bisschen knapper werden dort entsprechend. Außerdem haben sie angekündigt, dass es 2 weitere geben wird. Ich hatte schon erwähnt, welche werden das sein? Hier haben sie es geschrieben, Asien und Sibirien. Also ich vermute mal, das ist so eine Art Dschungelbiom und Sibirien wird so ein Tundra-Ding werden. Also könnte ich mir vorstellen, Sümpfe, ganz viele Wälder und so.
Ja, interessant. Aber ansonsten, spielmechanisch wird darüber hinaus jetzt nichts mit diesen Elementen hinzukommen. Das ist, sie haben es beschrieben als so eine Art Deluxe-Version des Spiels. Spielmechanisch ist alles gleich, bloß man kriegt einfach noch ein bisschen Abwechslung mit dazu. Gibt allerdings noch kein Release-Datum und auch noch keinen Preis. Ich vermute mal, dass das nicht sehr hochpreisig sein wird. Dann kommen wir zum dritten Spiel, das überraschenderweise, muss man sagen, ein DLC erhält. Denn das gab es meiner Erinnerung nach in der Strategic Command-Serie bisher noch nicht. Nun ist es soweit, Strategic Command American Civil War bekommt ein DLC und da gibt es auch schon ein Datum, und zwar der 26. Januar wird es sein. Und was wird das DLC bieten? Also Preis kann ich euch noch nicht sagen. Es geht um 5 neue, kleinere Kampagnen, die das Spiel haben wird, beziehungsweise vielleicht auch eine doch etwas größere mit dabei, die alle unterschiedliche Konflikte im 19. Jahrhundert darstellen, und zwar in Mittel- und Südamerika. Diese verschiedenen Szenarien sind auch schon vorgestellt worden, zumindest wie sie heißen und wann sie spielen werden. Ihr seht das hier, das reicht von 1846, der amerikanisch-mexikanische Krieg ist das, bis 1898, Remember the Maine, das ist der amerikanisch-spanische Krieg. Und damit verbunden sind dann auch einige neue Einheitentypen, historische Anführer und logischerweise Events, wie wir das aus dem Spiel kennen. Das Ganze wurde dann auch noch ein bisschen detaillierter vorgestellt, nämlich die ersten 3 dieser Szenarien. Ja, wir sehen hier ein paar Eindrücke. Ganz interessant ist dieses Szenario Remember the Maine, weil sie diesen spanisch-amerikanischen Krieg tatsächlich so darstellen wollen, wie er sich abgespielt hat, nämlich auf sehr unterschiedlichen Schauplätzen. Hier in Kuba, auf den Philippinen, also geht es ja vor allem um die spanischen Kolonien und ja, die dort dann auch vorhandenen Rebellen, die eigentlich gegen die Spanier kämpfen, dann gegebenenfalls gegen die Amerikaner und ähnliches. Das ist ein sehr interessanter Konflikt, der kaum irgendwie im Computerspiel bisher irgendwie Beachtung gefunden haben wird. Also es macht alles einen ziemlich abwechslungsreichen Eindruck. Dann haben wir noch 1863 The Eagle and the Empire. Und auch das klingt ganz gut. Hier ist es ein fiktives Szenario, das uns wieder zurückbringt in den amerikanischen Bürgerkrieg. Und zwar mit der Grundidee, dass tatsächlich Napoleon III. Das Frankreich mit eingestiegen ist. Also das ist so ein spezial fiktives Szenario. Hier haben wir also eine hochentwickelte französische Armee, die dann über Mexiko in diesen Konflikt dann irgendwo eingreift. Und das soll das Ganze simulieren. Ja, ich denke, da haben sich auf jeden Fall ein paar abwechslungsreiche Sachen ausgesucht. Spannend wird sein, wie diese Spielmechanik von Strategic Command mit diesen ja doch eher vorindustriellen Konflikten, zumindest was die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts betrifft, zurechtkommt. Das wird sich zeigen. Wir machen weiter und gucken auf eine ganz aktuelle Ankündigung, obwohl man noch nicht ganz genau weiß, was dahinter steht. Es ist doch interessant zu beobachten. Deswegen weise ich euch darauf hin. Paradox hat angekündigt, dass am 19. Januar irgendeine Ankündigung stattfindet. Das ist also die Ankündigung der Ankündigung. Paradox mit Triumph Studios. Und Triumph Studios, das sind die Age of Wonders, Planetfall und die alten Age of Wonders Sachen gemacht hat. Und da bin ich sehr gespannt, was die in petto haben. Das ist wirklich ein gutes Studio mit guten Spielen. Freue ich mich drauf. Es wird vermutlich so die erste größere Ankündigung von Paradox Interactive sein, also als Publisher. Und wo wir gerade bei Paradox sind, keine Steinmeilenswelt ohne Paradox News. Es gibt noch was anderes, das ist schon ein bisschen älter, ist aber vielleicht untergegangen. Und zwar hat sich Fredrik Wester, der CEO von Paradox, in einem Interview mit einer schwedischen Zeitschrift zu Vampire the Masquerade Bloodlines 2 geäußert. Das Spiel, das dessen Entwicklung gewissermaßen erstmal abgebrochen wurde. Das Studio wurde ausgetauscht und auf unbestimmte Zeit wurde das Ganze verschoben. Und Fredrik Wester hat tatsächlich dazu Stellung genommen jetzt und hat gesagt, dass sie auf einem sehr guten Weg sind und dass er es nicht für unmöglich hält, dass das Ganze sogar noch 2023 erscheinen könnte.
Erstaunliche Aussage. Es gab ja viele, die das Spiel eigentlich schon abgeschrieben haben. Das klingt jetzt doch anders. Ob es dann 2023 dann wirklich bleiben wird, das steht natürlich auf einem anderen Blatt, kann man skeptisch sein. Aber sie scheinen es ernst zu nehmen. Das Ding wird wohl doch noch kommen. Ich kenne einige, die schon einen Steam-Key dafür haben oder einen Gutschein, weil sie das auf der Gamescom 2019 war es, glaube ich, in Berlin verteilt haben. Das war Teil des Eintrittstickets. Tja, nun ja. Okay, dann zu guter Letzt noch ein paar Infos in eigener Sache. Ein Blick auf den Programmkalender. Link dorthin findet ihr in jeder Videobeschreibung. Wir sind aktuell im Streaming Januar. Seht ihr hier. Das ist eine Tradition, die jetzt schon 2-3 Jahre alt ist, weil ich mal irgendwann viel streamen musste, um Twitch-Partner zu werden, und habe das jetzt einfach beibehalten, dass ich im Januar deutlich mehr streame. Das bedeutet, jeden Dienstag gibt es Streams, zusätzlich zu den Donnerstag-Streams, und jeden zweiten Sonntag. Und ich will euch einfach auf diese Woche hinweisen. Heute an diesem Dienstag findet ein Blätterabend mit Pretty Old Pixel statt. Da gucken wir uns eine alte PC-Player aus dem Jahr 1997 an. Am Donnerstag spiele ich erstmals Ozymandias im Stream und am Sonntag gibt es den Jahresvorschau-Stream, die History Games des Jahres 2023. Und dann zu guter Letzt ein Hinweis auf meinen Zweitkanal Steilwein Uncut. Da lade ich fleißig jetzt ja immer die aktuellen Stream-VODs hoch. Da könnt ihr also verpasste Streams nachschauen. Aber ich arbeite auch langsam so meine Backlist ab. Und inzwischen ist da schon einiges drauf. Pentiment komplett. Könnt ihr nachschauen. Frostpunk, die ganze Serie ist da. Und ich starte gerade mit Medieval Dynasty. Da sind auch schon 4 Streams hier anschaubar. Das wird jetzt nach und nach aufbereitet. Und dann gehe ich immer weiter zurück in der Zeit. Und da warten noch einige, über 200 Streams auf euch. Also, Link dorthin findet ihr auch in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal rein, beziehungsweise abonniert vielleicht, wenn es euch interessiert. Das wär's, wir sehen uns. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.